So und back wieder. Wir haben gesehen, dass irgendwie nicht genug Sims hier in unsere Stadt ziehen. Warum, weiß ich immer noch nicht. Ich habe ja gerade jetzt hier mal schnell hintereinander ein paar Teile, die ich wegmache. Und ja, also da haben wir noch nicht so wirklich die absolute Lösung gefunden, woran es denn liegen könnte. Vielleicht liegt es auch an unseren Engpässen, sowohl im Strom als auch in der Abwasserregelung. Das kann natürlich schon ein Grund sein. Aber wir werden jetzt hier zunächst mal wieder ein bisschen mehr für unseren Strom tun. Oder sehen wir gerade, dass wir Probleme haben, weil wir nicht genug Geld haben. Energie auch aus der Region möglich, aber dadurch verlieren wir natürlich Simillions. Und die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und der Trend geht ja eher zu Nein. So. Die Stadt ist auf jeden Fall schon mal gewachsen, das ist ein Vorteil. Wir sehen, dass wir immer noch Probleme haben in dem Gesundheitssektor, dass wir immer noch Probleme haben im Polizeisektor und immer noch Probleme vielleicht auch im Bildungssektor, wobei die Schulen haben nicht genug Lehrer, um Mitarbeiter oder Unterrichtsbetrieb weisen sie Wohngebiete aus, um Arbeiter anzulegen oder verbinden sie öffentliche Verkehrsmittel. Also da haben wir tatsächlich jetzt sogar gar nicht genug Sims, die unterrichtet werden könnten, beziehungsweise gar nicht genug Mitarbeiter, sehe ich gerade. Also wir uns fehlen Mitarbeiter, wir brauchen mehr Leute, die tatsächlich hier arbeiten wollen. So, wir haben gemerkt, dass hier einige Dinge existieren, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Die sind natürlich recht teuer in der Unterhaltung, aber bringen unter Umständen genau das, was wir wollen. Nämlich mehr Einwohner. Und ich überlege gerade schon, dass wir hier vielleicht nochmal in der Mitte auch wirklich mal was platzieren. Hier mal was mit einer größeren Reichweite. Wobei das hier wahrscheinlich wirklich das ist, was am meisten Reichweite hätte. Überlagerung, ja, okay. Kurz auf Stopp machen. Wir wollen die Gebiete mal jetzt hier wegnehmen. Und sagen yes, aber das ist auch zu klein, glaube ich. Deswegen müssen wir noch irgendwo eine Straße wegmachen. Schauen wir mal gerade, welche denn da am besten geeignet ist. Machen wir mal. Oh, das wollte ich nicht. Aber egal. Denn die kommen neu. Die kommen neu. So, jetzt geht es. Jetzt geht es. Und das werden wir jetzt machen. Jetzt bauen wir das mal an. Perfekt eigentlich. So. Und wir lassen mal weiterlaufen. Beenden die Pause. Also kann da wieder angebaut werden. Da werden natürlich jetzt gleich hier wieder Häuser dazukommen. Auch jetzt vielleicht. Und da sehen wir schon. Da wird was Neues gebaut. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben. Da wird modernisiert. Das war ja vorher ein Riesengebäude. Ich bin mal gespannt, was dabei rausspringt. Ah, da auch. Da passt es auch soweit. Jetzt erstmal. Also von diesem Grad hier sind wir jetzt auf jeden Fall besser. Vom Bildungsgrad haben wir jetzt eine Menge Geld reingesteckt, auch pro Stunde. Ich bin echt mal gespannt, was hier entsteht. Was jetzt hier für Gebäude entstehen. Das wäre wirklich interessant zu sehen. Da bleiben wir auch mal live drauf. Haben ja bisher noch Probleme gehabt mit zum Beispiel Wolkenkratzern oder sowas. Da frage ich mich auch, wann die entstehen. Vielleicht wäre jetzt mal so eine Möglichkeit hier. Haben natürlich jetzt auch Menge Sims verloren, weil die großen Gebäude sich gerade umbauen. Aber das eventuell gleich wieder egalisiert. Wir sehen, dass hier alle großen Gebäude jetzt mittlerweile diesen Trend hier nutzen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dabei rausspringt, was da entsteht. Jetzt hier auch wieder
Ihr seht, hier passiert eine Menge gerade. Hat natürlich eine geile Reichweite, dieses Ding. Ach, hier könnt ihr sogar noch anbauen. So, so. Können wir sogar noch die Reichweite erhöhen. Auch nicht schlecht. Aber jetzt erstmal nicht. Erstmal alles soweit in Ordnung. So, wir schauen, wie gesagt, wir schauen, was hier an den Gebäuden passiert, was daraus entsteht. Und das sieht ja schon mal ganz nett aus. So, die ersten Eindrücke, die man hier bekommt. Wie gesagt, hier überall jetzt gerade Umstrukturierungen in den Gebäuden. Oh, da wird eine ganze Menge hochgezogen. Wir sind bei 50%. Was entsteht hier? Was entsteht hier? Ah ja, ja, und nochmal ein Stück nach oben. Mittlerweile sind es nur noch 45.000 Sims. Das liegt daran, dass alle großen Gebäude hier im Umkreis gerade ja im Begriff sind, aufzuwerten. So, und das ist hier schon fertig. Das ist schon fertig. Was für eine geile Bude, ganz ehrlich. Und die nächste große... Das nächste große Gebäude, das hier entsteht. Grundstückspreis ist sehr hoch. Also, wir würden jetzt momentan also gebildetere Sims auch anziehen. Beziehungsweise Sims, die aus einem anderen Preisniveau auch kommen. Und die Frage ist, was ich hier noch tun kann. Wobei, hier tatsächlich, glaube ich, einmal die Dichte entscheidet und einmal auch die Technikstufe. Dichte ist hier natürlich nicht sehr hoch. Die Dichte sollte hier größer sein. Ist sie aber überhaupt nicht. Ja, wir sollten mal gerade schauen. Aber da müssen wir auf jeden Fall, wie gesagt, das Gebäude, das hier, ne? Das ganze Gebiet, das werden wir abreißen. Das werden wir nochmal komplett überdenken, wie wir hier arbeiten. Oh nein, das gibt's doch nicht. Schon wieder ein Meteoriteneinschlag. Schon wieder live im Let's Play. Warum? Warum immer ich? Oh, oh, oh. Nicht das teure Erzbergwerk. Boom, und es trifft volle Kanne ein Wohngebiet und fast unseren Strom. Da haben wir Riesenprobleme jetzt natürlich. Feuerwehr komplett ausgelastet. Das wird ja ein Dauerprojekt jetzt hier, die ganzen Brände zu löschen. Haben Glück gehabt, dass die neuen Gebiete getroffen wurden. Haben Glück, dass unser Amphitheater nicht getroffen wurde. Also, da ist nochmal Glück im Unglück, sage ich mal. Haben hier auch einen Treffer gekriegt, aber der Treffer ist an unserem Strom erstmal vorbei. Abwasser, das ewige Thema. Ist natürlich nicht schön, dass hier der ganze Boden verdreckt wird, ist doch klar. Kriminalität ist schlecht fürs Geschäft. Wie gesagt, also wir sparen jetzt einfach mal auf ein bisschen mehr, auf ein bisschen mehr Polizeipräsenz, auf ein bisschen mehr, auf größere Gebäude. Also wir wollen jetzt hier erstmal eine große Feuerwehrwache. Wir wollen hier ein großes Krankenhaus. Wir wollen hier eine Kläranlage und keine blöden Rohre mehr. Wobei die Kläranlage momentan noch zurücksteht hinter der Polizei, hinter der Feuerwehr und hinter dem Gesundheitswesen. Da seht ihr, dass unsere gesamte Feuerwehr hier im Einsatz ist, um die Brände zu löschen. Und wir sind fleißig dabei abzuräumen hier.
Und wir reißen ab und wir reißen ab. Also da ist eine ganze Menge hier. So, und wir haben auf jeden Fall ein Problem, weil wir nicht genug Sims irgendwie haben. Also, wir graden mal ab hier. Level 5 mittlerweile, aber die Leute protestieren. Zu viel Verbrechen, zu wenig Polizei, zu wenig Feuerwehr. Und das führt dazu, dass nicht mehr genug Sims sich hier bereit erklären, dazu in unsere Stadt einzuziehen. Und das also jeden Fall auf der To-Do-Liste jetzt. So, noch Gebäude. Hier ist noch eins. Und die sehen auch schon mal schick aus hier. Wall Street. Was ist mit dem Shopping-Angebot unserer Stadt? Sind nicht zufrieden mit dem Angebot? Reicht anscheinend nicht, aber wobei die Nachfrage jetzt hiernach wirklich bescheiden ist. Die wollen halt Läden, die sich in einer anderen Klasse befinden. Und dafür ist notwendig Grundstückspreise auch. Okay. Dann wäre ja mal interessant, dass wir hier vielleicht den Grundstückswert auch über solche Dinge hier regeln. Schau mal, wobei das hier wäre ja eine Möglichkeit. 800, was kostet der in der Unterhaltung? Der kostet 80. So, hier auch mal einen hin. Und wir bauen vielleicht hier noch einen hin, wobei das ist nicht clever. Wir machen wir mal hier einen hin, ja. So, das ist zumal jetzt ganz gut hier für die Geschäfte. Die sind jetzt erstmal, ja, dadurch beeinflusst. Und wir sehen auch, dass hier direkt wieder was passiert. Also, alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Und ich bin mal gespannt, jetzt eventuell hier eine Aufrüstung unserer Geschäfte. Und mit einer Aufrüstung der Geschäfte haben wir natürlich auch eine andere Einkommensklasse, die dadurch bedient werden kann. Und dadurch auch wieder unsere Sims, die aus einer anderen Einkommensklasse kommen, wollen natürlich auch von anderen Geschäften hier behandelt werden, beziehungsweise wollen natürlich auch andere Geschäfte haben zum Einkauf, nicht nur diese ganz billigen Einkaufsgeschäfte. Und das sehen wir natürlich hier an der Nachfrage wahrscheinlich auch, aus welchen Stufen die hier kommen. Und gerade im oberen Bereich ist hier eine Nachfrage, was Gewerbegebiete angeht. Nachfrage Industriegebiete, da gibt es nur dieses eine. Da gibt es keine Unterscheidung und das haben wir bisher wirklich fast noch gar nicht berücksichtigt. Im letzten Teil ist mir das erstmal aufgefallen. Das ist schon traurig, aber vielleicht nicht zu spät. Und wir können ja jetzt vielleicht Glück haben und die ganzen Gebäude erleben hier tatsächlich mal eine Aufrüstung. Das hier zumindest sieht gerade mal so aus, dass sich hier die ersten schon mal dazu entscheiden, aufzurüsten. Schade, dass man es hier nicht so quer anbauen kann. Machen wir es hier noch hin? Es ist nicht teuer, das können wir noch hier hinbauen. Vielleicht hier nochmal was tun. So, brauchen mehr Touristen, also da auch. Wir brauchen mehr Touristen. Das ist auch noch so eine Geschichte. Wir können ja durchaus diese Züge da noch anbauen. Oder diese Zugstation. So, das können wir abreißen. Jetzt haben wir hier noch auch verlassene Gebäude. Wir schauen mal kurz auf die Uhr. Wir haben noch. Also momentan, wie gesagt, alles nur Verfeinerungssachen, die wir machen. Das ist jetzt gerade hier nicht die große Kunst, die wir hier machen, aber
Ich sag mal, das ist natürlich nicht unwichtig. Wir haben gesehen, dass hier in der Umgebung direkt Gebäude gestiegen sind. Das Shoppingangebot, wie gesagt, nicht zufriedenstellend. Deswegen hoffe ich, dass jetzt hier durch diese zwei neuen Geschäfte, die jetzt zumindest hier mal dabei sind, sich aufzustellen, dass man da vielleicht, ja, größere Geschäfte bekommen und dadurch dann auch die Sims besser bedienen können aus der gehobenen Einkommensklasse. Zumindest sieht das doch schon mal nicht schlecht aus, was hier entsteht. Daneben haben wir ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Hier entsteht auch was Neues. Das ist gut. Also wir sehen eine Menge neue Gebäude jetzt, weil wir hier den Trend entdeckt haben, dass es tatsächlich wichtig ist, hier auch was für die Umwelt zu tun, beziehungsweise was für die Umgebung oder die Grundstückskosten. Da haben wir vorher gar nicht so drauf geachtet, aber ja, wichtig wie sonst nichts. Und was ist hier mit Bildung? Bildung haben wir doch eigentlich mittlerweile echt gut ausgebaut. Also das ist echt ein bisschen teuer, hier jetzt eine Universität aufzubauen. Das ist jetzt auch nicht mehr unser absolutes Primärziel. Denn wir haben echt wirklich viele Sims jetzt mittlerweile, die wir dadurch auch bedienen können jetzt hier an Bildung. Und es ist jetzt erstmal wieder so, dass wir natürlich mehr Sims auch in die Stadt locken wollen. Das geht natürlich nur dadurch, dass wir die Grundstückswerte erhöhen. Darüber, dass wir ja mehr dafür tun, dass die Sims unsere Stadt attraktiv finden. Gerade hier kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass der Grundstückspreis natürlich nicht wirklich toll ist aufgrund der geringen Dichte. Klar, wir könnten natürlich jetzt hier hingehen und sagen, diese ganze Straße, die macht eigentlich wenig Sinn. Ja, und das lassen wir mal. Dadurch wäre ja normalerweise jetzt hier eine höhere Dichte vorhanden. Aber mal, gehen wir nochmal auf Gebiete, schauen mal. Aber das müsste eigentlich passen soweit. So, war das auch? So, und wir schauen mal die Geschäfte jetzt. Da sind ja schon die ersten entstanden. Hier, oh, schaut mal, da wird richtig in die Höhe gebaut. Ah, das sieht doch schick aus. Das sieht doch schick aus. Die Nachfrage steigt hier auch komischerweise jetzt nach Gewerbegebieten. Ja, hier sehen wir nochmal, dass die Sims einigermaßen zufrieden sind. Klar, die Souveränität, also ich sag mal, diese ganze Kriminalität, die macht natürlich tatsächlich schon zu schaffen. Wir sehen, dass hier ganz viele unzufrieden sind wegen den Keimen. Und jetzt wäre natürlich hier mal die Überlegung. Passt mal auf. Die sind unzufrieden, ne? Dann bauen wir doch hier vielleicht einfach einen Park hin. Ist natürlich ein bisschen zu groß. Was machen wir denn mal? Plaza. So, das würde passen. Und der würde kosten in der Unterhaltung. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir machen das mal. Bauen hier in der Umgebung also auch nochmal eine höhere Dichte an Grundstücksaufwertungen rein. Das ist nicht verkehrt. Wir sinken allerdings mittlerweile in unseren Einnahmen pro Stunde deutlich. Jetzt sind wir sogar minus. Das ist schlecht. Sollten wir möglichst schnell wieder raus. Das kriegen wir am besten hin, indem wir auch nochmal neue Sims einziehen lassen. Am besten ja auch gerade in das Gebiet, das wir jetzt so schick gemacht haben. Hier durch unseren, durch unser großes Theater, glaube ich, oder was es nochmal ist. Genau, Amphitheater und durch den Park. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die Sims da gerne einziehen. So. Zack. Und noch mehr Sims hier in die Ecke. Allerdings werden es immer weniger. Ich weiß nicht, woran das oder womit das zusammenhängt. Es gibt sicherlich Gründe dafür. So, das Geschäft, das läuft gut.
Wir sehen auch, der Verkauf läuft wirklich gut. Die Sims müssen ja jetzt hier eigentlich auch zufriedener sein dann. Und hier steigen auch wieder weiterhin Gebäude auf. Hier steigen auch weiterhin Gebäude auf. Also es ist jetzt überall der Fall, dass hier Gebäude tatsächlich aufgewertet werden. Und hier, guckt mal gerade die Industriegebäude. 3 Stück nebeneinander. Das kann natürlich schon dazu führen, dass wir hier im Endeffekt weniger Geld gerade aktuell zur Verfügung haben. Ich hoffe, dass sich das nachher widerlegen wird. Überfall in vollem Gange. Ja, wie gesagt, also wir brauchen eine Polizeistation. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig drüber. Und wir brauchen auch ein großes Krankenhaus. Und wir brauchen auch eine Feuerwehrstation. Aber das ist alles nicht günstig. Das ist alles nicht leicht. Und wir versuchen unser Bestes. So, nochmal eine Bushaltestelle hier auch hingepackt. Aber das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt unsere Stadt wächst, unsere Gebäude wachsen. Und so langsam geht hier alles auch gen Himmel. Ja, sowohl die Geschäfte als auch unsere ganz normalen Wohngebäude hier. Deswegen, ich glaube, jetzt haben wir mal so ein bisschen auch den Grundstein gelegt dafür, dass wir jetzt mal demnächst ein bisschen, ja, besser arbeiten, vielleicht noch ein bisschen attraktiver werden hier für einige Sims. Wir sind jetzt auch wieder bei einer größeren Anzahl an Sims, die in die Stadt ziehen. Wollen natürlich hier auch nochmal die Bodenverschmutzung stoppen, die Kläranlagen, eine Kläranlage bauen, aber das hat alles noch Muße und ich hoffe, ihr habt sie auch noch, denn im nächsten Teil, da geht's weiter und dann schauen wir nochmal in die anderen Gebiete. Bis dahin, euer Kentrigo.